Hey Leute, heute habe ich einen Deko-Haul für euch. Außerdem zeige ich euch noch ein paar Room-Decor-DIYs bzw. Room-Decor-Ideen und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ich wollte mein Zimmer jetzt komplett neu umdekorieren und wenn ihr euer Zimmer auch komplett umdekorieren wollt, würde ich euch raten, 3 bis 2 Farben auszusuchen, damit das Ganze nicht in einer Farbschlacht endet. Ich habe mich, wie ihr hier sehen könnt, für so ein Mint-Türkis-Blau entschieden und diese Farbe mit Gold und Weiß kombiniert. Aber jetzt geht es richtig los und zwar mit dem Deko-Haul. Als erstes war ich bei Primark und da habe ich mir zuerst dieses Schild für 1 Euro gekauft. Auf dem Schild steht Life is Beautiful und es war reduziert, deswegen hat es auch 9 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch dieses Kissen für 5 Euro gekauft. Darauf steht, wie ihr lesen könnt, Be Happy, Be Bright, Be You drauf. Und passend dazu habe ich mir ein zweites Kissen gekauft, das auf der einen Seite gold beschichtet und auf der anderen Seite beige ist. Und dieses Kissen hat 6 Euro gekostet. Diese Flash-Tattoos für 1 Euro habe ich mir dann auch noch gekauft und die werdet ihr gleich noch in einem Deko-DIY oder beziehungsweise in einer Deko-Idee sehen. Und als letztes habe ich mir bei Primark noch diese Kerze für 3 Euro gekauft. Die Kerze habe ich wirklich nur zur Deko gekauft, weil ich viel zu feige bin, um Kerzen in meinem Zimmer anzuzünden. Dann war ich noch in einem Laden namens Tiger und da habe ich mir nicht viele Sachen gekauft und zwar einmal diese coole Tafel für 4 Euro und diese praktischen Kopfe ebenfalls 4 Euro. Und das war es auch schon mit den Sachen von Tiger. Aber ich war noch bei Teddy. Hier habe ich mir eine Kunstblume für 1 Euro gekauft, die ich schon ein bisschen kürzer geschnitten habe. Also die war ursprünglich länger. Und passend zur Kunstblume habe ich mir diese Vase aus Glas für ebenfalls 1 Euro gekauft. Und die werdet ihr gleich auch noch sehen. Außerdem habe ich mich für einen Teelichthalter für 1 Euro entschieden. Und zum Schluss habe ich mir noch diese Box für 1 Euro gekauft und da bewahre ich jetzt meine ganzen Masken auf. Ja, ich habe viele Masken, ich weiß, und ich kaufe mir auch jetzt nicht mehr so viele nach. Jetzt starten wir aber mit der ersten Deko-Idee und die ist wirklich super simpel. Ihr braucht diese Flash-Tattoos, denn die könnt ihr auch auf Gegenstände kleben, wie ihr hier seht. Geht hierbei einfach genauso vor, wie wenn ihr das Tattoo auf euren Körper machen würdet und tada, das war's eigentlich schon. Ich sag ja, super simpel. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch noch auf alle möglichen Gegenstände machen. Hier habe ich das mit meiner Vase gemacht, oben so ein Ring. Und das fand ich auch sehr schön. Bei der zweiten Idee braucht ihr Sand oder Kunstsand. Den müsst ihr einfach in eure Vase schütten, eine Kunstblume reinstellen und fertig seid ihr. Ich finde, das Ganze hat was von Strand zu Hause an sich. Keine Ahnung. Und hier seht ihr nochmal meine Ergebnisse. Falls ihr eine leere Getränkedose habt, schmeißt diese auf gar keinen Fall weg. Wascht sie gut aus und benutzt sie als Blumenvase. Das sieht meiner Meinung nach sehr cool aus. Jetzt zeige ich euch aber noch ein paar richtige DIYs und für das erste braucht ihr erstmal schwarze Pappe und Schmetterlingsvorlagen aus dem Internet. Diese übertragt ihr dann 15 bis 20 Mal auf die Pappe und schneidet es aus. Dann faltet ihr die Flügel der Schmetterlinge in die Mitte, wie ihr das hier seht, also dass der Körper des Schmetterlings nicht geknickt ist und jetzt klebt ihr nur noch eine kleine Tesafilmrolle auf die Rückseite des Schmetterlings. Und jetzt klebt ihr eure Schmetterlinge an die Wand, wie ihr es haben wollt. Schlussendlich habe ich mich für einen anderen Platz mit einer anderen Anordnung der Schmetterlinge entschieden. Und das Ergebnis seht ihr jetzt hier. Für das letzte DIY braucht ihr ein Papier und Klebeband bzw. Washi Tape. Mit dem Klebeband müsst ihr eine Diamantenform auf das Papier kleben. Und mit dem Washi-Tape habe ich dann die dünneren Streifen in die Mitte des Diamanten geklebt. Jetzt braucht ihr knallige Farben und Schwarz. Auf jeden Fall tupft ihr die Farbe einfach mit einem Schwamm auf den Diamanten und dann zieht ihr das Klebeband und das Washi-Tape ab und habt ein wunderschönes Diamantenbild. Ich habe meins noch so grob ausgeschnitten, weil ich am Rand ein bisschen übergemalt habe. Das müsst ihr aber natürlich nicht machen. Und das war's auch schon mit meinem Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!